Servus zusammen, salve a tutti. Wir haben Freitag, den 14. Oktober und es ist 17:32 Uhr, Schlusskurs noch nicht gemacht. Sollte so irgendwo um die 12.460 liegen und damit 460 Punkte über dem Tief von gestern. Ich behaupte, der Markt kommt in eine Phase, die habe ich schon häufiger gesehen. Irakkrieg 1, Irakkrieg 2, Dotcom-Blase, Lehman-Blase, Griechenland. Wo er irgendwann der dauerhaften Beschallung von schlechten Nachrichten überdrüssig ist. Er sagt, wisst ihr was, ich weiß, wir haben ein Zinsproblem, wir haben Inflation, wir haben Rezession, wir haben Gasprobleme, wir haben Stromprobleme und es wird teurer. Und an Weihnachten wird vielleicht nicht das neue T-Shirt von Adidas oder das neue iPad unter dem Weihnachtsbaum liegen. Aber weißt du was, die Nachrichten, die kriege ich morgen auch. Deswegen langsam reicht's. Und dann ist es so eine Art Umdenkungsphase. Und ich meine, und ich möchte mal, bevor ich in den Tagesstart reingehe, erst nochmal hier die Stunde machen. Diese Dinger hier, was wir gestern hatten, das waren ja rund 360 Punkte in einer Stunde. Ich finde, oder ich werde sowas in Zukunft noch mehr als Chance begreifen. Ich habe das gestern auch genutzt, nicht auf dem Weg nach unten, da war ich nicht dabei. Ich handle oder ich nehme keine Position auf vor solchen Zahlen, die da veröffentlicht werden. Das mache ich nicht, das habe ich mir abgewöhnt. Dann lass den Markt erst mal ein bisschen zappeln. Das war gestern auch richtig. Und ich habe hier verschiedentlich Positionen weiter ausgebaut und neue reingenommen. Kann ich auch gleich direkt mal sagen. Ich habe immer gesprochen von Deutsche Bank, Lufthansa, Commerzbank, E.ON. Habe ich erhöht. Ich habe hinzugenommen die Sixt, die Auto 1, L'Oréal, LVMH, Kering und Accor. Und habe da jetzt, ja, ich würde mal schätzen, ungefähr so 35% dessen, was ich haben will insgesamt. Ja, also ist Depot bei 35%. Ich fühle mich damit recht wohl. Liegt alles recht ordentlich vorne. Und wenn selbst so ein Graupenwert wie Auto 1 heute 6,5% steigt, ja, dann war es richtig. Ich habe die auch schon teilweise abgesichert, gerade sowas wie Deutsche Bank, weil die sind ja ordentlich gelaufen. Aber ich will diese Dinger, und die werden nach wie vor kommen, will ich eher nutzen. Und mich hier nicht verleiten lassen, oh, wir sind jetzt hier durch die 12.100, na, jetzt gehen wir auch bestimmt auf, was weiß ich, L5. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Ich finde, hier findet ein Umdenken statt. Und ja, wir haben nach wie vor die Ukraine, Taiwan anscheinend ein bisschen gemäßigter, also ich höre da nicht mehr so viel von. Und die Ukraine, wenn wir eines Tages morgens aufwachen und dann sagt der Reporter, ja, es gibt kein Kiew mehr, das ist völlig klar, das zerhaut alles, was ich hier sage. Aber wenn ich das mal außen vor lasse, konzentriere mich auf die Technik und auf die Marktstimmung, habe ich den Eindruck, dass wir hier besser liegen. Dann bleibe ich gleich mal, warte mal, ich bleibe mal bei 4 Stunden oder ich gehe zu 4 Stunden, um da was zu zeigen. Die 20 Tagelinie, das ist jetzt 4 Stunden, Tagelinie liegt bei 12.366. Ich vermute, weil wir hier jetzt ein bisschen schwächer kommen, wir haben also in den letzten 2 Stunden oder 3 Stunden haben wir jetzt mal wieder 250 Punkte verloren, so ganz grob, oder ne, 230 Punkte, dass wir nochmal hier in diesen Bereich reingehen, 12.300, dahin, ja, oftmals, einmal, zweimal, ach, ich will es gar nicht zählen. Ist ganz viel, dass wir da noch mal hingehen. Das mag ich mir sehr gut vorstellen, irgendwann am Montag. Aber ich glaube nicht, dass wir die 12.000 hier unterbieten. Und ihr seht jetzt auch hier, das sieht man im Tag gleich besser, wir haben jetzt hier bei 12.675 so eine Art kleines Doppeltop. Das sieht im Tag so aus. Das ist jetzt der Tag hier. Einmal, zweimal. Das haben wir. Der Markt ist nicht frei. Was für ihn spricht, ist die Tatsache, dass er über der 20-Tage-Linie handelt und schließt. Das hat er jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Hier einmal, und da war das ein ziemlich fieser False Breakout. Aber ich finde das recht gut und er baut an einem Boden. Nochmal, ich glaube, wir kommen in diese Phase rein, wo negative Nachrichten mehr als weniger, ist doch nichts Neues, abgehandelt werden. Das ist meine Ansicht. Ich möchte hier nicht zum Start des der ewig währenden Hosse rufen oder beleiht eure Häuser und geht long, Gottes Willen bloß nicht, ja. Aber ich rechne tatsächlich auf Sicht der nächsten 4 Wochen und das wird mir hier bestätigt. Das ist der Wochenchart. Guckt mal hier unten, da, hier die Stabilisierung, hier geht er rein, Kaufsignal, hier kriegt er eine Stabilisierung. Das Gap, ich habe es extra mal reingeschrieben vom 2.11., das haben wir noch nicht gesehen, ja. Er bekommt hier so eine kleine Stabilisierung rein.
sollte ja dieses Doppeltop da rausmachen, bei 12.675 wird er auch nochmal positiv. Ich behaupte also, dass wir von hier aus gesehen eher die 13.500 sehen als die 11.500. Auf Sicht von 4, vielleicht 5 Wochen. Unter der Annahme, dass keine Horrornachricht aus der Ukraine kommt. Das muss ich einfach dazu sagen. So, jetzt gehen wir auf den Tag nochmal. Doppeltop habe ich gesprochen, 20 Tage habe ich gesprochen. Die liegt am Montag, wenn ich sie richtig rechne oder voraussehe, dann liegt die am Montag bei 12.350. Das trifft sich gut mit dem hier nicht so schön zu sehenden, eben im 4-Stunden-Chart gezeigten 12.300, ja, oftmals gehandelt. Das halte ich für durchaus möglich. Wir sind neutral, leicht positiv für den Trendfolger und wir sind im völlig neutralen Terrain über die Stochastik. Wirklich positiv wird der Markt erst, wenn wir das hier rausnehmen. Da sind wir bei 13.563. Das ist die Verbindung aus diesem Hoch, auch mit dem Downtrend, den wir haben von 16.200 Schnickschnack. Interessant ist auch, dass ich hatte das schon vor Monaten mal erwähnt. Ich schaue mal auf die Differenz Nasdaq zu DAX. Die war vor 4 Wochen 70 Punkte. Die waren fast auf dem gleichen Niveau. Jetzt ist der Nasdaq heftig gefallen und der DAX gar nicht so viel. Die sind schon wieder 1.600 Punkte auseinander. Das gucke ich mir nicht lange an und dann kaufe ich wieder den Nasdaq und gebe den DAX. In der Annahme, dass sich dieser Spread wieder reduziert, vielleicht auf 700 geht. Vor dem Hintergrund auch, ich habe vor, und da brauche ich eure Meinung zu, ich möchte gerne am Wochenende, Samstag und Sonntag ein, wahrscheinlich muss ich aber zwei Filme machen, weil ich bin immer noch nicht so fit, über die 8 großen amerikanischen Werte machen. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia und Tesla. Ohne Nennung von irgendwelchen K.O.-Scheinen, sondern rein mal eine Bestandsaufnahme. Wie sehen die jetzt aus? Die haben sich nämlich auch in den letzten Wochen erheblich verändert. Ist die Frage, wollt ihr das? Und wenn ja, dann schreibt mir kurz auf YouTube rum, ja, mach mal. Ja, und dann bitte nicht irgendwie noch dazu schreiben und macht doch gleich noch die, keine Ahnung, Cannabis-Aktien dazu oder die was weiß ich was. Ja, ich möchte es auf diesen 8 Werten belassen, weil ich kriege immer wieder mit, dass da Leute Positionen drin haben. Deswegen hielt ich das für sinnvoll. Aber sagen wir, wenn 10 Leute mir reinschreiben, ja, mach mal, dann mache ich das. Ja, aber ich muss es aufteilen auf 2 Filme, weil ich bin immer noch krank. Ich kriege dieses Covid-Scheiß-Zeugs da nicht los. Ich bin zwar negativ, aber ich bin ja am Husten wie ein Weltmeister und ich bin einfach schlapp, gebe ich ganz ehrlich zu. Okay, also Nasdaq-Spread haben wir und 20-Tage-Linie haben wir, die 8 Aktien haben wir. Was ich langsam echt leid bin, ich kann es nicht mehr sehen, ist die Activision. Es geht mir sowas von auf dem Geist. Ja, das ist so ein schleichender Tod. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, das nervt einfach nur. Und es wundert mich alles, dass es so lange dauert. Das hätte meines Erachtens nach schon längst über die Bühne kommen sollen und ist mit Sicherheit auch ein positives Signal für den Markt. Aber ja, also bald sind sie an der 70, da ziehe ich die Reißleine. Jetzt haben wir sie momentan bei 72,65. Das nochmal nebenher bemerkt. So, und jetzt komme ich zu den Scheinen für den DAX. Und zwar, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir eher mal 1000 Punkte steigen, als dass wir sie fallen. Ich möchte eigentlich hier an das Gap, leicht unter das Gap gehen, was wir haben vom 2.11. und habe dann diesen hier, das ist ein 11.783er, das ist die KF97AB. Ich nehme auch diesmal übers Wochenende keine Position im Index mit, in den Aktien, ja, beschrieben. Ich möchte noch mal warten, bis was wir an der 12.300 machen. Und dann werde ich wahrscheinlich anfangen. 12.300 und dann mal gucken, wie weit er sich hier unten reinbuddelt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so viel ist. Von dem Putz habe ich eingenommen bei 13.111. Da sind wir hier. Ist ein bisschen weiter weg. Das überlege ich sogar, ob ich den spiele runter bis zu 12.300. Aber das will ich am Montag entscheiden. 13.111, das ist die KG78XK. Den würde ich allerdings sofort schließen, wenn wir dieses kleine Doppeltop hier bei 12.675 rausnehmen. Weil dann schaufelt er sich nach oben frei und dann kann er auch ganz locker die 12.900 bzw. das obere Band hier sehen. Also ich werde auch. Erweckt Interesse, ich werde auf jeden Fall positiver. Ich habe diese Position ausgebaut. Jetzt lasse ich sie mal laufen, mal gucken, wie sie sich machen. Auf meine Watchlist kommt außerdem die Allianz, weil die kommen nicht mehr richtig runter. Und auch die Bayer.
Da, das will ich mir Montag, Dienstag mal näher anschauen, ob ich da was mache. Ansonsten den Rest habe ich genannt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.